Richtige isotonische Sportlernahrung gibt's nur beim Goldenen M oder beim großen B. Da ist sogar Gemüse drauf. Und richtig viel davon. Gurke. Kommen wir zur nächsten Disziplin. Dem Hürdenlauf. Jawohl. Weißt du, wie hoch die männlichen Hürden sind? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, du bist schlau genug, um das zu sagen. Ich weiß nicht mehr die Kommazahl. Ich glaube 1,6 Meter und noch was. Komma. Das ist ja schon ganz schön hoch. Die weiblichen Hürden wären 84, das heißt, du wärst ungefähr so bis hier, müsstest du drüber springen. Und du weißt ja, Hürdenlauf ist Hürdenlauf und nicht Hürdensprung. Ja, die Sache der ist Körper ja, muss immer in einer gleichen Höhe sein. Normal würde ich mir denken, das ist ja kein Problem für mich. Ich habe lange Beine, aber das Problem ist, ich bin sowas von ungelenkig. Du weißt nicht, wohin damit, ne? Ja, ich komme nur so tief runter. Au! Und der Rücken ist krumm. Ja, und der Rücken ist krumm. Ja, das ist Kriegsverletzung. Ich habe auch noch eine Platte im Kopf. Komm, wir bauen die Hürden auf. Wir machen aber erstmal Kinderhürden. Und hier ist die Stadtklappe. Au! Das hat wehgetan! Ja, wir sind ja immer noch, also auch wenn es bei uns Mann gegen Frau heißt, ist es ja doch Gentleman muss sein, deswegen Ladies first. Ja, ich muss erst mal aufbauen, Felix, du hilfst mir ja nicht. Unser Hürdenmeister wird uns jetzt zeigen, wie das mit der Hürde läuft, denn ich habe keine Ahnung davon. Ich denke mal, da kann man sich auch verletzen, aber du packst das, oder? Und du, ich ne? denke schon. Du machst es danach nach. Ja, ich mach's danach. Also, gut Lauf! Springe ich über die Männer. Diese Susi. Aber sie ist ja schon ein sexy Sporthasel. Zieh mich gleich noch weiter aus. Warte mal ab doch. Wenn wir in den Sand gehen. Oh. Du auch.